Einen wunderschönen guten Tag, Leute! Ich bin's wieder. Du könntest mein Daddy sein. Der Typ, der bei einer Zombie-Apokalypse gerne einfach nur ein Zombie wäre. Du nimmst mich auch an mich auf den Arm. Wartet ihr bei Zalando auch immer mit der Überweisung, bis die Zahlungserinnerungen rausschicken, um Dominanz zu bezeugen? Ich auch nicht. Wäre schon ein ganz schöner Daddy-Move. Aber kommen wir zurück zum Thema. Cool. Horror-Games sind ja wie so eine heiße Affäre. Du machst es aus Verzweiflung, freust dich drauf, aber so geil ist es im Endeffekt nicht. Und trotzdem, Leute, können wir heute konsequenzenlos genießen. Dank mir, eurem Verhütungsmittel Nummer 1. Ein ganz herzliches Willkommen heiße ich euch zu Mandela Invasion. Wieder mal ein Horrorgame über den sogenannten Mandela-Katalog. Das beruht auf so einer Serie von Creepypasta-YouTube-Videos, die einem erklären, wie man so eine Reihe von fremdartigen, außerweltlichen Wesen erkennt, die so tun, als wären sie Menschen und versuchen irgendwie die Welt einzunehmen. Let me in, Mark. I have a gift for you. I have a present. I have a surprise. Da haben wir schon mal ein Game zu gespielt. Das war ziemlich gruselig. Und das hier eher ist so ein Point-and-Click-Ding. Also, es gibt was zu pointen und das klicke ich dann. Ja. Cool. Also, wir sollen eine Taschenlampe finden, denn es ist schwerer im Dunkeln zu überleben. Sollen sicherstellen, dass die Fenster blockiert und geschlossen sind, uns umschauen, einfach erkunden und uns daran erinnern, dass wenn wir denken, dass wir sicher sind, wir falsch liegen. Außerdem ist die Power wieder einzuschalten, also den Strom, eine gute Idee. Na, da bin ich ja mal gespannt. Eieiei, wie ein schöner Wohnen hier. Gleich klopft es am Fenster und es wird Tine Wittler sein. Was zur Hölle? Sieht genau aus wie mein Zimmer. Nur ganz anders. Wenn der Bubatz dreimal scherbelt, Alter. bin ich immer noch in meinem Zuhause, war, glaube ich, gerade die Frage. Es ist um 12 Uhr und leichte FNAF-Vibes liegen in der Luft, ja? Schatz, gib mir doch bitte mal die Fernbedienung. Ich möchte mit dem TV interagieren. So, wir können ihn ausmachen. Viel gemütlicher. Okay, der Strom ist also noch an, ja? Und zeigt uns gerade den Mittelfinger. Ja, gut. Warum kann ich es nicht ausstellen? Oh, provozieren wir den? Das ist ziemlich nervig. Der wird uns irgendwann umbringen, Alter. Der Fernseher tötet uns. Er zeigt mitten im Leben. Er wird uns töten. Okay. Was ist denn im Schrank? Na, nicht knarzen, Alter. Sitzt doch da drin oder was? Ich kann es hier gar nicht sehen. Und der Kleiderschrank? Ah! Sehr schön. Oh, das Fenster, ja. Das müssen wir ja zumachen. Dazu brauchen wir zwei Holzbretter oder Balken. Ach so, die müssen wir sammeln oder was? Ich lieg jetzt hier mitten auf meinem Bett. Wahrscheinlich nackt. Und kann jetzt in den Korridor gehen und hoffen, dass sich die Nachbarn nicht von meiner äußerst nervigen Spontanerektion erschrecken. Ah, das verspricht ein lustiger Abend zu werden. Okay, Bedroom. Ich glaube, da komme ich her. Turn back. Ich kann mich noch umdrehen. Warum würde ich das jemals wollen? Toilette. Da sind immer sehr viele Balken am Start. Vor allem, wenn die Hose unten ist. Ventgrid. Oh nein, da finden wir irgendwas drin. Wir brauchen diesen Schraubenzieher oder sowas. Cupboard ist ebenfalls leer. Toilette, da können wir gar nicht reingucken. So eine Mätzchen gibt es hier in diesem Haushalt nicht. Es ist hier 1 Uhr Glock, Alter. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Okay, ja, wir brauchen für jedes Fenster 2 Planks. No! Restore the power! Oh Gott, ich kann nicht zurück. Guten Tag, Sir. Haben Sie zufälligerweise Planks zu verkaufen? Ich benötige welche. Was war das? Hallo? Ich würde gerne... was passiert? Spiel, lass mich nicht im Dunkeln. Oh Gott, was zur Hölle? Inter Gallows? What? Was? Was? Das ist ja fürchterlich. Was soll das denn? Aber es war kein Kompliment an das Aussehen dieses Mannes. Und als äußerst nützlich hat er sich auch nicht bewiesen. Okay, ich gehe mal davon aus, dass es jedes Mal leer. Sieht aus wie... Warte mal, nee, er sagt das Gleiche. Okay, ich dachte jetzt, es wäre irgendwie was anderes und das musste passieren. Aber scheinbar nicht. Okay, kann ich raus, bitte? Ich möchte bitte keine Zeit verlieren. Living Room. Oh, ich will nicht. Front Door? Wer ist da? Hello. Open the door. I
have a surprise for you. Okay, ich frage mich, ob die Aliens vom Planeten Blob auch einen Hoden haben. Sie werden den geschnäpst kriegen, mein lieber Freund. Verlassen. Ich mache nicht auf, Alter. Go to basement. Oh, warum soll ich denn ins Basement wollen? Kitchen, Alter. Ich hole mir erstmal ein Sani. Schön. Kaputt. Ist da irgendwas? Ich finde keine, keine Bretter, ne? Krieg ich den her aus der Garage? Ich könnte den Stuhl zerhacken. Ja, das könnte ich. Mit der Garagentür interagieren. Das hält das Spiel scheinbar für eine schlechte Idee. Mein Gott. Ja, immer nur zwei Planks. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Basement? Oh Gott, Alter. Hier ist nix. Ich brauche erst eine Taschenlampe, bestimmt. Aber wenn ich die nicht aus der Garage kriege, wo da... Oh, warte mal. Stimmt, das ist Electric Box Key. Okay, nice. Cupboard. Flashlight! Okay, wunderbar. Wie kann ich die denn jetzt, wie kann ich die denn jetzt einschalten hier? Ich weiß es nicht. Ich geh mal in den Keller, da muss ich wahrscheinlich die Power restoren. Kann ich irgendwie... Ah, Mist, ich hab das nicht gelesen. Was hat er gesagt für die Taschenlampe? Wie kann man das benutzen? Tab? Oh, ja. Okay, ich habe hier mein Inventory. Warum liegt da ein Lamm? Oh, why? Der Bauch ist aufgeschnitten. Ich kann den Herzschlag hören. Was möchtest du tun? Take the heart out of the lamp? Warum? Take plank. You can't carry more. Okay, ich kann nur drei nehmen oder zwei. Use key to unlock. Electric box is open now. You need a cable to repair. Also, ich brauche noch was. Also, wenn der Strom ausfällt, muss ich da schnell hin, oder wie? Ich muss erstmal hier so ein paar Fenster boarden, glaube ich. So, das ist... Da kommen die nie durch. Ich nehme noch hier zwei mit, Alter. Komm. Einen für den Papa, einen für die... Super. Nein! Okay, ich muss mich beeilen. Was hätte ich denn dagegen machen sollen? Ich weiß es nicht. Das war doch zu dann das... Also, zu in Anführungsstrichen. Was war denn jetzt das Problem? Boah, ich frag mich, ob die Dinger wieder am gleichen Ort liegen. Ich hoffe es zumindest. In der Küche, da sind die Schätze hier versteckt. Mandela Invasion, Alter. Was wollen die denn überhaupt von mir hier? Stehe ich gar nicht. Ich schalte das jetzt nicht aus. Ich gehe jetzt einfach runter. Oh Gott, hör auf! Hello! Open the door. I have a surprise for you. Das ist schön. Das, no, es ist nicht da! Warte mal, doch, hier ist ein Cable. Oh, ich hätte überall sonst gucken sollen. Nein! Das ist weg, ne? Wer klopft denn? Ach so, das bin ich, glaube ich. Oh, hier hinten gibt's noch die ganzen Sachen. Okay, verstehe. Aber ich habe ein Kabel, immerhin, um die Box zu reparieren. Ach, da muss ich wieder hoch, ne? Warte mal, Cupboard. Das ist leer. Ah, die einzelnen Schubladen kann man nicht anklicken. Okay, da muss ich wieder hoch, glaube ich. Toilette. Oh, hier ist alles drin. Sick. Dann lass mal runtergehen. Und zwar ganz schnell. Taschenlampe an. Ich weiß nicht, wie ich da sterbe. Electric Box is open now. Wahrscheinlich, weil ich das Herz daraus gerissen habe oder so. Keine Ahnung. Ich lasse das vielleicht diesmal einfach. Okay, zwei kann ich mitnehmen. Ist Strom wieder an? Ich glaube, es ist wieder an. Und ich glaube, ich bin auf einem Timer, oder? So, das ist erstmal safe. Boah, ich frage mich, ich habe jedes Mal Angst zu sterben, wenn ich hier rausgehe. Nochmal zwei. Nochmal hoch. Bedroom. Ja? Also es sieht aus, wie als wäre überall auf jeden Fall mehr Licht. Ist im Bad noch ein Fenster? Nee, aber da können wir doch irgendwas rausholen oder zumindest da irgendwie fliehen oder so. Ja, und nun? Keine Ahnung. Ich nehme mal noch welche. Electrical Box, Lamp, das scheint alles okay zu sein. Space to hide Flashlight. Oh, warte mal. Reagieren die manchmal auf Licht? Das war also von der Taschenlampe. Ich habe noch nichts repariert.
Ich dachte jetzt, vielleicht hätte die Kerze nur was beleuchtet oder sowas. Alright. Nichts zu finden. Irgendwas ist mir noch abhanden. Ich glaube, ich habe an sich überall geguckt. Im Ofen kann ich nicht. Hier gibt es nur sonst die Tür. Kaputt vorne, kaputt hinten. Ich weiß, ich check das jetzt zum zweiten Mal schon. Aber, okay. Die Garage, die macht mir irgendwie ein bisschen Sorgen. Als ob hier sonst gar nichts ist. In Track Garage Door. Macht er nicht. Vielleicht braucht man dafür eine Fernbedienung oder sowas. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht ist da jemand dann. Und kann da klopfen oder so. Das könnte natürlich auch sein. Können die hier auch hin? Hier ist was Rotes. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ich kann nirgendwo mehr reingucken. Offensichtlich. Das heißt, der Fernseher geht wieder an. Ei. Soll ich die Taschenlampe anmachen oder nicht? In dem Fall. Ich gehe schnell in den Keller. Repair. Okay, jetzt ist es an der Zeit. Gut. Es dauert ein Weilchen. Ich nehme mal das Herz nicht raus. Ich habe irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass ich daran gestorben bin. Oh, achso, ich muss klicken. Verstehe. Ich habe noch ein paar Planks mit, nur für den Fall der Fälle. Ich muss doch bestimmt bis um 6 überleben. Also kann ich doch eigentlich auch hier bleiben? Oder muss ich move around? Oh, shit, hier ist noch! Ich bin ja voll doof. Das habe ich gar nicht gecheckt als solches. Ja? Hab ich's jetzt? Oder war ich da schon? Die haben's abgerissen. Oh, wenn die Planks immer wieder abmachen, das wäre krass. Es ist jetzt um 2. Oh Gott! Das war in der Garage. Ich verstehe! Oh mein Gott! Das ist übelst krass. Hier ist schon wieder das Rot. Das ist nur so eine Kameraverzerrung. Alter! Da muss ich aber ganz schnell am Start sein. Interact Vent Grid, da kommen die wahrscheinlich auch her. Ab um 2 geht's los. Und die machen bestimmt die Fenster wieder ab. Damn. Und ein Monster, das reagiert bestimmt empfindlich auf die Taschenlampe. Halt's Maul! Du kommst hier nicht rein! Der Türsteher werde ich auch genannt. Von der Heinrich-Miller-Straße Nummer 5. Die kommen mir nicht vorbei, Alter. An mir endet eure Invasion. Steht da wie ein Fels, Digga. Was war das? Shit! Raus! Macht ja auch noch so dämlich. Können wir da nicht irgendwas da dran stellen? Wie ein Stuhl oder so? Stuhl ist mir auch leicht in mein Höschen geglitten gerade. Das hat echt Fluff-Vibes, ne? Also, I mean, ich sag ja nur, nicht, dass ich das schlimm finde. Das ist mal eine coole Art von Point and Clear. Ah! Are you lonely? Nein! Nein, what? Alter, das ist ja fürchterlich. Oh no! Oh. Das Fenster war vorhin offen. Deswegen habe ich es nicht mehr als Fenster gesehen. Ach du Kacke, ey. Oh mein Gott, okay. Hier war alles ready. Ich war zu spät oben im Badezimmer. Ich muss die ganze Zeit mehr oder weniger, wenn es um 3 schlägt oder um 2, glaube ich, fängt es schon an, muss ich die ganze Zeit unterwegs sein. Das ist vor allem offen jetzt auch noch. Das war eben noch zu. Oh no. Irgendwas ist drinne hier. Oh nein. Turn off TV. Funktioniert nicht. Ist auch egal. Ich glaube, da habe ich zumindest schon wieder den ersten Schritt verpasst irgendwie. Uff. Stimmt, ich war noch gar nicht oben. Mich umdrehen. Oh no, ich habe auch noch einen Dachboden. What? Ugh, strange painting? Was möchtest du tun? Verlassen. Ja.
obviously. Hier kann ich an sich nichts tun. Press Space to hide Flashlight. Nee, ich will nicht die Flashlight haten. Hiden meine ich. Okay. Hier kann ich. Oh, warte mal. What to do? Take Kruzifix? Interessant. Ich muss das dann schnell rausholen, oder was? Wenn ich irgendwen Bestimmtes sehe. Das ist unten! Garage, schnell! Die fangen schon an! Shit! Ich weiß nicht, ob dieses Lachen, ob ich das nicht falsch deute. Ob das nicht irgendwo anders ist. Nee, hier ist kein Lachen. Kann ich hier irgendwas? Kruzifix, Symbol of Christianity. Ja, das ist irgendwie klar. Aber wenn ich das da wegnehme vom Attic, macht das Bild denn irgendwas? Würdest du mich dann auch holen? Oh, warte mal. Unten, warte mal, hier das Kruzifix. Symbol of, ich weiß nicht, take the heart of the lamp. Müssen wir das tun und haben dann irgendwie, keine Ahnung. Ich nehme das mal. Und jetzt ist Kruzifix, ich habe keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch einfach random gestorben, das hat damit gar nichts zu tun. Gut. Es geht auf jeden Fall los. Die Bretter sind immer noch an Ort und Stelle, wie ich das beurteilen kann. Das ist hier noch vollkommen okay. Hier wartet niemand auf mich. Im Bedroom? Auch nicht, alles in Ordnung. Strom ist an der Stelle noch nicht ausgegangen. Vielleicht ist der Attic auch bloß eine blöde Ablenkung. Boah, ich bin voll nervös. Ich bin super nervös. Ja, das war's. Das war hier. Alright. Und nun? Ich hab Angst vor dem Badezimmer. Hoppa! Raus! Kann ich mich mit dem Kruzifix ausstatten? Ich weiß es nicht! Kann ich das nicht? Was passiert jetzt da? Ich trau mich nicht. Ich bin da letztes Mal gestorben. Uff. Was ist mit dem Herz von dem Lamm? Ist einfach random oder so? Ich hab keine Ahnung. Gleich kommt's. War das aber dieses Pochen? War das vom Bart oder war das von dem Garagentypen? Ich guck nochmal in den Attic. Ich bin tot. Okay, ich begreif's nicht. Ich begreif's nicht. Ich weiß nicht genau, was ich verkehrt mache. Aber ich verstehe nicht genau die Mechaniken der Gegner. Aber das ist super interessant. Das macht irgendwie Fun. Leute, falls ihr da noch eine Folge sehen wollt, dann gucken wir uns das beim nächsten Mal an. Ich lasse es jetzt hier erstmal gut sein. Vielleicht habt ihr ein paar Tipps. Vielleicht habt ihr es ja schon woanders gesehen. Diejenige hat es rausgefunden. Weil die Option... Nee, die Option nicht. Die How to Play... Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich gerade den Strom auch über... Nee. Wenn es dunkel wird, ich kann nirgendwo klicken. Ich kann nichts machen irgendwie. It's harder to survive in the dark, ja. Make sure that the windows are boarded up. Look around, explore. Wenn du denkst, dass du sicher bist, liegst du falsch. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich damit machen soll. Aber, okay. Lustiges Spiel. Coole Sache. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr sehen wollt. Und wir sehen uns dann vielleicht in der nächsten Folge. Bis dann, haut rein und macht's gut.